Rache in seiner schönsten, reinsten und ästhetischsten Form, denn Rache ist nicht nur ein Gericht, was man kalt serviert. Und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Produktvorstellung und heute haben wir mal wieder was Neues aus dem Hause Koch Media bzw. Koch Films, wie sie sich jetzt nennen, und zwar Alejandro Jodorowskis Santa Sangre aus dem Jahr 1989, der unter anderem von Dario Argentos kleinem Bruder Claudio mitproduziert wurde. Jodorowsky selber kennt man natürlich als Regisseur solcher Werke wie El Topo und Der Heilige Berg, die vor ein paar Jahren schon von Bildstörung in zwei sehr schönen DVD und einmal Blu-ray-Boxen veröffentlicht worden sind und natürlich dann auch ganz klar einzeln. Und Santa Sangre selber gab es erstmalig auf DVD in den 2000ern im Rahmen der Kino-Kontrovers-Reihe. Und diese VÖ habe ich öfters mal in der Hand gehabt, konnte mich allerdings nie durchringen, mir den Film zu kaufen, weil ich nicht wusste, ob das was für mich ist und weil ich mit dem Regisseur selber nichts anfangen konnte. Das hat sich natürlich Jahre später dann geändert, als ich El Topo und Der Heilige Berg das erste Mal gesehen habe, und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut auf diese wirklich sehr ausladende, ja, Special Edition hier, dieses 5-Disc-Set. Dieser Sticker selber hat sich hier auf der Folie befunden. Und natürlich mit dem Hinweis, dass wir so eine Soundtrack-Selection haben auf CD. Also wir haben nicht den kompletten Score hier von Simon Boswell drauf, aber immerhin Auszug, knapp 28 Minuten. Und anfänglich bin ich natürlich davon ausgegangen, dass es mal wieder eines dieser beliebten kleinen Mediabooks werden würde. Aber es ist eher so eine Edition geworden, wie hier schon vor Jahren mal von Koch veröffentlicht wurde. Und zwar Hardware Mark 13. Hier ist der Karton natürlich ein Stück weit größer, aber von der Aufmachung genauso wie halt jetzt die Edition von Santa Sangre, muss man sagen. Und es gibt jetzt ein paar kleine Kritikpunkte, die ich jetzt hier an dieser Stelle mal bemängeln möchte. Weniger, dass wir nicht den kompletten Soundtrack hier drauf haben, halt eher, dass ja einige Bilder vom Layout und so nicht wirklich so gut rüberkommen. Das Äußere auf jeden Fall kommt richtig gut rüber, aber was jetzt das Innenartwork, vor allem des Digipacks angeht, da muss man echt fünfmal drauf gucken. Auch so die Bilder in dem 24-seitigen Booklet, was sich hier drin befindet, ist genau das Gleiche. Ja, also da muss man seine Augen schon ein bisschen mehr anstrengen. Da kann man natürlich ganz klar drüber meckern. Bei den Extras selber kann man eigentlich nicht schimpfen, wobei wir hier sogar erstmalig den Audiokommentar sogar mit deutscher Untertitelung haben, den es zum Hauptfilm gibt, der hier auch erstmalig auf Blu-ray beiliegt. Dafür haben zwei andere Interview-Featurettes mit Jodorowsky keine deutsche Untertitelung, aber darüber kann man jetzt hinwegsehen, weil wir haben ja insgesamt 7 Stunden Bonusmaterial und was will man denn mehr. Das Artwork an sich gefällt mir eigentlich recht gut, ist eigentlich schlicht gehalten, so mit dieser Ballerina in der Mitte und diesem Rot dahinter. Der Film selber ist so eine Art Mischung aus Drama, Rache, Thriller, Horrorfilm, also es ist eher so eine Genre-Melange, muss man mal sagen. Und auf jeden Fall schön aufgemacht, also der Karton ist schön verarbeitet, schön stabil das Ganze. Ist matt gehalten. Hier unten haben wir natürlich noch die ganzen Credits drauf und auf der Rückseite natürlich das Wichtigste, ein paar Szenenbilder, eine Inhaltsbeschreibung, eine kleine Synopsis und hier natürlich, was sich hier in Extras drauf befindet. Und da haben wir wirklich eine ganze Menge, also wirklich eine sehr ausführliche Dokumentation über die Entstehung von Santa Sangre, dann nochmal eine kleine Doku über die Inspiration, ja, von Jodorowsky für diesen Film. Wir haben noch ein paar feine Szenen. Wir haben dann hier was vom Filmfest in München, haben wir noch eine Gesprächsrunde, unter anderem auch mit Nicolas Winding-Reffen, die man sich hier auch auszugsweise auf YouTube anschauen kann, und einiges mehr an Extras. Dann haben wir natürlich hier noch die Credits und die technischen Informationen von DVD und Blu-ray-Disc. Also auf jeden Fall eine ganze Menge an Bonusmaterial, was man sich nach dem Hauptfilm reinziehen kann. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Innen drin ist das Ganze weiß gehalten, aber sieht auf jeden Fall schön aus. Ist auf jeden Fall mal wieder mal was anderes, muss man mal sagen, anstatt immer nur irgendwelcher Mediabooks. Digipacks sind sowieso relativ selten geworden in den letzten Jahren. Und dann haben wir innen drin dann noch Werbung gehabt für, ja, das andere kreative Schaffen von Jodorowsky, und zwar als Autor von Graphic Novels und Comics. Also der Mann ist sehr comic-affin, muss man sagen. Wer natürlich Lust hat auf einen seiner Comic-Bände oder Graphic Novels, der kann natürlich ganz klar mal schauen, wo er die herbekommt. Aber das sieht auf jeden Fall cool aus. Die Ritter von Heliopolis könnte man ja auch mal verfilmen, oder? Wäre sicherlich ein richtig schöner, geiler Sci-Fi-Steampunk-Streifen, der dabei rumkommen würde. Ja, dann haben wir natürlich hier noch das Booklet, was 24 Seiten umfasst. Das schauen wir uns natürlich nach dem Digipack an. Und das Digipack selber, es steckt hier wirklich sehr fest drin. Also hier haben wir natürlich, trotz dieser Schlaufe, geht es schon relativ, muss ich sagen, schwer raus. Die ganze Geschichte hatte ich schon zu kämpfen gehabt, als ich mir die VÖ ein bisschen näher angeschaut habe. Und ja, die Schlaufe ist so eingefasst.
macht auf jeden Fall. Ist eine coole Idee und natürlich kriegt man so auch besser das Digipack raus, ja, wenn es denn will, sagen wir es mal so. Ja, da haben wir auf jeden Fall das Digipack und hier auf der Frontseite haben wir einen Adler abgebildet. Das ist so ein durchgehendes Motiv, wie man sieht. Dann haben wir natürlich hier ein Zitat vom guten Roger Ebert, der natürlich früher ein sehr populärer Kritiker ist, der natürlich jetzt auch schon seit ein paar Jahren verstorben ist, der diesen Film auf jeden Fall sehr gemocht hat. Kann man natürlich auch nachlesen, seine Kritik im Netz. Und dann haben wir natürlich hier auch noch ein Zitat von Jodorowsky selber. Wenn wir das Ganze ausklappen, haben wir natürlich hier dann so ein durchgehendes Motiv. Ja, das Digipack selber fühlt sich von der Verarbeitung ein bisschen labbrig an, muss man sagen. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool aufgemacht. Ja, zumindest das äußere Artwork kommt wirklich recht gut rüber, trotz dass das Rot schon ziemlich reinknallt. Aber jetzt beim Inneren ist es halt eher so, dass man wirklich fünfmal hingucken muss, um überhaupt zu sehen, dass da wirklich ein Innenartwork ist. Dafür sind die Discs allesamt gleich gestaltet. Hier haben wir natürlich die Blu-ray-Disc. Unten drunter, das ist natürlich auch schön, schöne Idee, dass man die Disc da so reinschieben kann. Haben wir natürlich dann nochmal die DVD mit dem Hauptfilm und dann haben wir natürlich hier in der Mitte die beiden Bonus-DVDs. Man hätte natürlich auch alle Extras auf einen Blu-ray packen können, aber man wollte natürlich hier ein ausladendes 5-Disc-Set machen. So hatte ich zumindest das Gefühl, auch wenn ich den Film persönlich auf DVD nicht brauche. Und natürlich ganz außen auf der rechten Seite haben wir dann natürlich noch die Soundtrack Selection, wie da unten steht, also leider nicht der komplette Soundtrack, aber immerhin eine Soundtrack-CD ist eine coole Dreingabe, muss man sagen. Und dann haben wir hier das Innenartwork und es ist sozusagen die, ja, unsere Ballerina quasi, die so als Vorlage für das gezeichnete Artwork der Front des Kartons gedient hat. Und ihr seht schon, es ist relativ schwer zu erkennen, also ich muss sagen, das finde ich ein bisschen schwach so von der Druckqualität, weil es, die Schwarztöne und so, das. Wenn man das nicht sehen würde, dann würde man gar nicht mitbekommen, dass es hier eigentlich ein Innenartwork gibt. Das versumpft irgendwie total. Das finde ich halt ein bisschen schade. Man hätte es natürlich auch so knallig machen können, wie zum Beispiel beim Barbaren-Media-Book. Ja, schön alles mit Gelb vollkleistern können und mit Orange. Also ist so für mich der größte Anstoß. Ja, ansonsten tue ich immer irgendwas Positives am Design, an den Layouts dieser ganzen Koch-Veröffentlichung suchen. Und ich finde es meistens, aber manchmal gibt es halt auch so Momente, wo ich sage, ganz klar, das hätte man auch komplett anders aufziehen können. Ja, dann werfen wir jetzt auf jeden Fall noch einen Blick in das 24-seitige Booklet hier, wo auch vor allem die Szenenbilder, die drin sind, wo man auch schon ein bisschen seine Augen anstrengen muss, aber ansonsten ist es von der Papierqualität ganz gut. Aber wo man sich auch hier so diesen Rotton richtig doll draufgepackt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Text, wieder so die Kochmedia-typische oder Kochfilms-typische Aufmachung, wie man sie auch aus anderen Digipack-Editionen oder auch als aus den kleineren Mediabooks kennt. Aber auf jeden Fall ein schön geschriebener Text, der sich natürlich hier sehr ausführlich mit dem Film beschäftigt. Aber wenn man sich so die Szenenbilder anschaut, ja, da muss man natürlich dann mehrmals drauf schauen, genauso wie hier. Auch wenn man es hier im Licht relativ gut erkennt. Aber ja, hätte man auch komplett anders machen können. Man hätte die Bilder auch ganz normal, so wie sie eigentlich sind, in dieses Booklet reinpacken können. Aber man wollte natürlich, wie man sieht, den Stil komplett durch die Edition durchziehen. Und ja, kann man so machen. Ja, und das Ganze wurde, das habe ich auch glatt vergessen, geschrieben hier von Nikolai Bühnemann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungenes Booklet an sich. Und insgesamt kann man echt nicht meckern. Also es ist eine gelungene Veröffentlichung selber. Natürlich ist der Film natürlich wieder mal ausschlaggebend. Also ich glaube, den meisten dürfte dieser Film nicht gefallen. Aber diejenigen, die natürlich mit Jodorowsky was anfangen können, die können auf jeden Fall auch was mit dieser wirklich schön ausladenden 5-Disc-Special-Edition zu Santa Sangre anfangen, die auf jeden Fall von mir eine Empfehlung bekommt. Ein Gut, leider mit leichten Abzügen, wie ich schon bemängelt habe bei dieser Edition. Aber auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr gelungene Sache an sich, vor allem was die ganzen Extras angeht. Also da kann man absolut nicht meckern. Ja, ihr könnt mir natürlich in den Kommentar reinschreiben, wie ihr diese Edition findet, ob ihr den Film kennt, was ihr von Jodorowsky so haltet, von seinem Schaffen als Künstler an sich. Könnt ihr natürlich alles in die Kommentare wieder reinkloppen, eure ganzen Gedanken. Das war es jetzt mit meiner Produktvorstellung zu dieser 5-Disc-Special-Edition zu Santa Sangre. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder zu einer neuen Produktvorstellung oder zu einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.